Willkommen zurück, Leute. Nächste Runde. Nachdem ich hier ein bisschen rumgespielt habe, habe ich es doch auf einen normalen Weg gemacht und jetzt kriegen wir eine Kiste. Natürlich erstmal zur falschen Seite. Na komm, mach auf. Schlüssel. Jo. Ich muss ja hier wieder her, ne? Hier schon wieder dieses Funkeln. Ich habe ehrlicherweise keine Idee, wo ich jetzt genau hin muss. Ich laufe jetzt einfach mal stumpf geradeaus. Hier sind Gegner, also... Hey, komm her. Danke. Wird schon hinhauen, wenn hier Gegner wieder sind. Ah, dann macht das auch Sinn, warum da so ein... Ja, auch so ein Aufzugding ist. Damit man hier auch wieder zurückkommt. Dann ist der Weg sehr wahrscheinlich wirklich richtig. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich jetzt den Schlüssel anbringen soll, aber... Irgendwo hier, I guess. Ich weiß halt nur nicht, wo genau. Hier ist einfach nur die Halle, ne? Ja. Doch wieder hoch und dann rechts rum. Oh, ne? Oh, wait, da ist nix. Okay, Karte gucken. Ja. Da ist eine rote Tür. Also mittlere Ebene ist es richtig. Heißt, ich muss da aber... Alter, ist die Karte kompliziert gemacht. Darum ist verkehrt. Ich muss auf die andere Seite rein. Ich muss hier gegenüberliegend rein. Oder? Ja, da muss ich rein und dann muss ich da hin und dann kann ich da die Tür öffnen. Irgendwie sieht das auch falsch aus. Ah, da ist der... Ah, nee, nee. Da ist der... Schlüsselport-Ding. Wie komme ich denn dahin? Das heißt doch wieder zurück bis dahin. Ach so, stimmt. Wo die Viecher waren, das war da zwar richtig, aber ich hätte da den Zügen entlang gemusst. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Also ohne Karte ist man hier aufgeschmissen.
komm. So, hier und dann hier links beim Bahnhof. Und da ist jetzt die Schlüsseltür. So, hier, bitte. Ah. Den Zug muss man wahrscheinlich vorher schon mitnehmen, am besten war. Ist auch wieder eine Kammer für nix. Entspann dich. Hey, hier hinten ist aber auch eine Kammer. Ist hier was drin? Jo. Aber in Anführungsstrichen nur Gesundheit. Hätte ich vielleicht auch noch aufsparen können, ne? Naja. Warte, kommen wir jetzt zum Boss-Battle? Nee. Oh, nee. Nicht im Ernst, oder? Aua. Ja, natürlich. Sag mal. Was genau spielen wir jetzt hier? Fühlt sich also gerade so ein bisschen an wie Feuerpro hier. Und weg mit dir. Darf ich weiter? Danke. Drecksviecher, ey. Warum war hier jetzt blockiert? Mann, hab ich einen Bock dahin zu gehen. Weibliche Mephisto, bitte einmal kurz warten. Danke. Okay, aber hier, da geht es anscheinend weiter, ne? Also muss ich jetzt noch mal gucken, was hier ist. Da bin ich hergekommen. Gibt es hier oben noch was zu holen? Kick dich auf.
Ah, hier ist noch was. Was ist denn hier? Vorratsucher. Okay, muss man separat ausrüsten, aber das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr dämlich, ne? Das heißt, ich kaufe mir beim nächsten Mal die Sense. Am besten gleich die von Tod und nicht die normale Standard-Billo-Sense. Wow. Ist ja auch wieder komplett unnötig darum. Und rüste das mal auf. Weil dann kann ich auf dem Weg die ganzen Abgrundrüstungen und so weiter auch mitnehmen. Okay, der Raum ist doch nicht sinnlos. Ist okay. Laufe ich nochmal zurück. So. Wieder rein da. Sonst nix. Okay, oben links in die. Da will ich rein. Weil da gibt es anscheinend nochmal so einen Punkt für den Zorn. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Komme ich denn? Hi. Hätte ja rüber springen müssen, oder? Ah ne, ich kann noch mal hoch. Okay. Na, okay. Gibt's doch schon einen Punkt mehr. Dauert trotzdem zu lange. Jetzt auf epische Musik wegen den kleinen Viechern hier, oder was? Die ich sofort exekutieren kann, wenn ich denen die Flügel wegrupfe. Voll mega episch Fight und so. Und wieder Wasser. Hatten wir heute noch gar nicht. Okay, machen wir hier einmal weg. Alter, ist das ein ultra langes Level. Oh, ich glaube, ich weiß, was man tun muss.
Kann ich das Ding nicht aufhauen? Okay, das heißt, ich muss erst den Laser auf mich lenken. Okay, jetzt weiter. Scheiße! Nee! Sag das doch, dass ich das Ding angreifen muss. Kommen jetzt kleine Viechers. Jo. Finde ich nett. Außer wenn ihr mehr Leben kostet, als ich kriege. Dann eher nicht. Oh ne. Der Todeslaser kommt wieder. Wieder Viechers. Jo. Ah ne, Todeslaser. Leute, entspannt euch, please. Ja, komm. Kriegst du direkt wieder. Ejo. Ihr Zug war da. Okay. Tja.
ja ziemlich einfach die Fresse gekriegt gerade. Zwei erledigt, zwei übrig. Vielleicht schaffst du es ja tatsächlich zum Turm. Was heißt vielleicht? Willkommen zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter, ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Das ist schon mal schön, dass wir die Pistole haben. Aber das war gerade nicht so ein nettes Gespräch, wa? Na gut, dann bis zum nächsten Part.